So. Endlich daheim. Und was nun? Ich kann mich erinnern. Aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Top. Oder Top. Generalschlüssel. Ja? Ja? Der passt hier nicht. Warum haben wir den Wieso eigentlich? Wieso sollte er auch? Der gehört mir bereits, also noch. Glaube ich. Zu. Ich glaube, mein Vater hatte den Schlüssel immer in einem der Zwerge versteckt. Na, die zeigen alle auf den Raucher, Meer. Wie soll man etwas so Nutzloses benutzen? Niemals! Keine Sorge, an Lungenkrebs stirbst du nicht. Auch. Warum ist sie so aggressiv? Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Ja, aber der oben hat doch... Niemals! Wie soll man etwas... Was bestellst du gerade? Dreimal auf die Fresse? Das ist so aggressiv. Den Schlüssel... Vielleicht einer deiner Kumpel? Jetzt, wenn dann... Einmal mit allen reden. Hast du mich angeguckt? Willst du Ärger? Du glaubst, du kannst Breakdance? Ich zeig dir mal, was gebrochen ist. Aha. So, na, ist jetzt... schon was Feines in dem Abwasser gefunden? Bin sicher, es passt zu dir. So, ist jetzt ein bisschen verspätete Reaktion auf den Unfall von gerade? Sollen wir... Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Okay, wir dürfen Aggression rauslassen. Schön. Der... Ja, die waren's alle nicht. Also der in der Mitte war's halt, ne? In welchem Zwerg kann das wohl nur sein? Briefkasten, was ist da denn drin? Der ist voll von vermoderten GEZ-Rechnungen. Die will ich nicht. Oh. Der ist voll... Die natürlich. Verzeihst du natürlich. Mir? Natürlich. Oh, er redet wohl immer noch nicht mit mir. Na, auch wenn du... ist dieses Silvester inzwischen 10 Jahre her. Auch wenn du tot bist, GEZ trotzdem. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Alter, die war richtiges Problemkind, holy. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. Ein Zufall. Ah ja, hier saßen Daddy gleich und... Gleich morgen werde ich hier aufräumen. Dann kann man auch wieder auf der Terrasse sitzen. Ich könnte Hoti, Mochi und Alu zum Frühstück einladen. Nein, der stand immer hier. Erinnerst du dich an mich? Ich bin es. Edna! Es wird ihm schon noch wieder einfallen. An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. Ajo. Chill. Gleich morgen werde ich dann... Okay, ja, passt. Zum Schuppen? Nach vorn, nach hinten. Nach, ja, da ist... War hier nicht das Kellerfenster? Wozu? Um mir eine Brennnesselsuppe zu kochen? Ja. Wozu? Ich... sollte mir lieber ein Werkzeug besorgen. Wartet nur, eure... Was ein Werkzeug? Ist ausnahmsweise... Wir haben eine Schere. Dafür würde ich ja... Nee, okay. Der Wald hat Dunsinane erreicht. Ja, ich könnte mal wieder baden. Aber das muss noch warten. Ich glaube, diese Tonne ist untrennbar mit der Planetenoberfläche verwachsen. Hallo? Jemand zu Hause? Grüezi. Hallo. Hui, da ist ja eine Menge los. Süß. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Okay, ja, schauen wir noch das Fenster und so an. Nein, das ließ sich noch nie öffnen. Hat auch keiner das Haus übernommen, ne? Wenn es doch so einfach wäre. Ich kann unsere Küche sehen. Wow. Hallo? Jemand zu Hause?
aber es ging noch zum Schuppen. Auch hier gibt es Fenster und Tür und dann ich war's sehe das. Da drin viele Geräte, die vielleicht nützlich wären. Das ist so gut eingebaut, keine Chance. Oh, so offen. Zange, Handschuhe, Spaten. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Ja, dann nehmen wir doch mit. Ach, die Zange, die ist okay. Ich habe dafür wirklich keine Verwendung. Und ich verstehe nicht ganz, warum Mathis das aufbewahrt hat. Vielleicht, damit es hier mehr nach Geräteschuppen aussieht. Da fehlt noch was. Das gehörte zu Mathis Fahrrad. Es war das einzige vom Rad, was übrig blieb, nach meiner Idee mit dem Bus und der Fahrradkette. Du siehst aber platt aus. Ja, das Pumpen Leben auf. Ist grausam. Pumpen wir dann auf. Die sind nur für Leute, die sich un... So habe ich... Die sind nur... Nee, der nehmen. Sie kennen nur die Gebärdensprache. Nehmen habe ich ausprobiert. Darin habe ich früher immer Kaulquappen gefangen. Ach, süß. Schneeschaufel, Spaten, Rasenmäher... Harke? Können wir damit die Disteln vielleicht auch bisschen... Die gehört mir bereits. Wozu? Wir haben noch Herbst. Ja, damit dann die Disteln wegmachen. Hm. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. Probieren wir es mal. Spaten, Disteln, einmal weg. Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Aber warum sollten wir jetzt mal... Warum? Wir haben doch... Oh nein, es klemmt. Auch das noch. Gut, aber nein, da kann ich... Nee, Zange geht nicht. Ja, machen wir doch einfach mal auf, oder? Hm. Zu. Ja, aber wir haben... Pass auf, Haustürschlüssel. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Ah. Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Toll. Ah, aber das geht. Okay. Ja, sieht eigentlich noch ganz gleich aus wie in der Erinnerung. Können Feier machen. Meine Sachen sind, die müssen noch... Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Ja. Hey, das ist doch das Holz aus der ersten Rückblende. Oh ja. Okay, ja, es gibt halt den Ofen. Hier ist auch noch alles recht gleich. Ja, nichts Neues. Meine Sachen sind... Und wir sind im Haus. Schön. Durchgang, Pflanze, Fenster, Spüle, Tür. Wir müssen unser Tagebuch finden. Hintertür. Können wir doch bestimmt auch... Hm. Nee, können wir nicht aufmachen. Jetzt nur... Oh. Okay, da ist die Haustür. Boah, ist das eklig hier. Ich glaube, Edna kann hier erstmal nicht wohnen. Meldetisch. Verandatür. Kann man hier aufmachen für einen schnelleren Durchgang? Die klemmt. Das ist bereits meine. Hallo? Ist da draußen jemand? Theoretisch könnte da jemand direkt vor mir stehen. Ich würde ihn nicht sehen. Ich kann die Terrasse sehen. Na, der Doktor. Naja, sehen ist übertrieben. Für Showdown. Ich kann sie erahnen, weil ich weiß, dass sie da draußen irgendwo sein muss. Ich kann mich jetzt nicht setzen. Die Zeit wird knapp. Nein, dahinter ist kein Tresor. Okay. Ja, ich will eigentlich nur... Schau mal, das Feuerzeug finden. Aber wir können auch ein bisschen Randale machen hier im Haus. Let's go. Da muss niemand mehr nachhelfen. Sie ist im Pflanzenhimmel. Hier ist alles... Hoch. Wozu? Die Pflanze... Tot. Kannst du mir sagen, wo der Kompost ist? Ich bin der Kompost. Oh. Ja. Verkackt. Okay, schauen wir mal nach oben. Arbeitszimmer, Bad, Schulzimmer und noch weiter nach oben.
Boah, ist das alles ranzig. Ist das ranzig? Da ist das Feuerzeug. Sehr schön. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Allerdings erst nachdem du Alfreds Schmetterlingssammlung verbrannt hast. Hast du mir nicht gesagt, ich soll das machen? Ajo, nehmen wir mal mit. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Ach. Zack. Und dann holen wir uns mal das letzte. Ja, also es gibt noch ein Achievement, aber wie gesagt, das ist nach dem Spiel. Und wir können rausklettern. Schön. Ich speichere noch schnell. Und ich hoffe, es klappt so. Wollen wir den Mond anzünden? Nein, Harvey. Wir sind ganz normale, geistig gesunde Durchschnittsbürger. Dr. Marcel ist derjenige, der verrückt ist. Und das werden wir beweisen. Und wenn wir es bewiesen haben? Ja, dann können wir den Mond anzünden. Yippie! Passt, Mondleuchter. Gut. Dann, so viel gibt's gar nicht mehr zu tun. Wir können uns alles anschauen. Ach, das war bei uns der Unterricht. Ich dachte, das wäre so in einer echt kläglichen Schule. Ich meine, nein. Wow. Ja, dann gibt es hier auch nichts Krasses zu untersuchen. Wenn dann in unserem Zimmer. Der Baum wächst auch voll rein. Was zur Hölle? Nein, der Sims war schon früher zu schmal für mich. Das ist schon meins, glaube ich. Erstmal anzünden? Ich sollte mir Kerzen anzünden. Es ist alles so dunkel. Also wir haben den zerbrochenen Haustürschlüssel, eine Zange. Da steckt nichts drin. Das ist hart runtergekommen. Da muss niemand mehr. Da fällt mir... Maybe. Vielleicht können wir die Tür aufschrauben. Schön wär's. Leider hat dieses Schloss ein anderes Kaliber als das von unserer Kellertür. Ja, da haben wir... Hey, irgendwer hat in meiner Abwesenheit meinen geheimen Kaugummivorrat geplündert. Ja. Hey, Jetzt wird alles... Sehr die gut. Pflanze vielleicht ist doch... Die lebt nicht mehr, nee. Hey, Vergiss es. Okay. Also, das Tagebuch ist safe oben. Safe oben. Oder, nee, halt, das ist unser Zimmer. Ich sehe traurig aus. Nee, ist es... Ich habe es meinem Vater geschenkt. Und es sollte auch bei ihm bleiben. Das ist das Zimmer vom Dad. Willst du mir etwas sagen, Edna? Aber das ist... Deine Schuld! Deine Schuld! Deine Schuld! Ah, nein! Hör auf damit! Hey, das ist ja ein Bild von mir. Wessen Zimmer ist es? Das ist Mattes Bett. Boah, ist das echt kläglich. Das ist Mattes Bett. Für so ein Riesenhaus. Ach, Mattes. Das ist Mattes. Als ich noch ganz klein war, bin ich immer hierher gelaufen, wenn ich nachts Angst hatte. Ich meine, die Mom ist ja auch irgendwie nicht da. Meine Hausaufgaben sind so gut wie fertig. Ich werde hier später umdekorieren. Darf ich kurz stören? Nein, ich bin beschäftigt. War dir nicht immer viel größer? Du warst viel kleiner. Wir können die Kerze anzünden. Ich zünde sie für Mattes an. Später. Oh. Sie gehört auf das Pult meines Vaters. Mattis hat mir verboten zu zündeln. Aber Mattis ist nicht hier. Ja, lass anzünden, Mann. Mattis Sachen lasse ich... Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Gut, dann... Würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans und Peter. Ciao.